Hallo allerseits, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zu diesem neuen Video. Endlich ist es soweit, ihr seht ihn hier stehen, den neuen Makita Akkukompressor DMP180. Makita hat es nämlich nun also auch geschafft, einen Akkukompressor für die 18 Volt Klasse rauszubringen. Halleluja! Also, wir werden im heutigen Video einmal schauen, was der Akkukompressor alles bietet und ob er wirklich so gut ist. Bevor es losgeht, jetzt noch schnell diesen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuellste Preis von dem Akkukompressor ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Würde ich sagen, los geht's! Ja, so sieht das gute Stück nun aus, eigentlich genauso wie die bereits existierende 12-Volt-Variante, nur dass die 18-Volt-Variante wesentlich interessanter für die meisten sein dürfte. Wie wir es gewohnt sind, haben wir natürlich hier die typische Makita-Optik, wie zum Beispiel den Schriftzug, aber auch die Farbgebung. Aber auch die Qualität lässt nicht zu wünschen übrig, denn das Gerät besteht aus robustem ABS-Kunststoff und die Spaltmaße sind überall identisch. Ziemlich überrascht war ich am Anfang, als ich das Gerät das erste Mal in die Hand genommen habe, denn dieses ist wirklich sehr, sehr leicht und bringt in der Solo-Version gerade einmal 1 Kilo auf die Waage. Mit einem weiteren 5 Amperestunden Akku sind es dann 1,65 Kilo, also der Akkukompressor wiegt Pi mal Daumen ungefähr so viel fast wie ein Akku. Genauso zu erwähnen ist aber auch die Größe, denn das gesamte Gerät ist von Beginn des Schlauchs bis hinter gerade einmal ungefähr 22 cm lang und an der breitesten Stelle, also dem Akkuschacht, gerade einmal so breit wie der Akku selbst, also insgesamt 7,5 cm. Entsprechend ist das Gerät, wie gesagt, sehr, sehr kompakt, also auch gut für den Transport geeignet. Bezüglich der Handhabung finden wir dann hier oben den Handgriff einerseits zum Tragen bzw. auch andererseits, wie wir nachher noch sehen werden, zum Aktivieren des Geräts. Der Handgriff selbst ist ringsherum komplett gummiert, hier unten auch mit leichten Riffeln, damit dieser wirklich angenehm und griffig in der Hand liegt. Auch mit einem 5 Amperestunden Akku ist der Kompressor relativ gut austariert. Wir sehen, der Schwerpunkt befindet sich hier ungefähr im hinteren Handgriffbereich. Wie wir sehen, befindet sich das Gerät die ganze Zeit schon im aufrechten Zustand, also finden wir natürlich hier unten zwei Gummifüße, wodurch das Gerät sicher auf dem Boden Stand hat. Auf der Vorderseite bzw. hier an der Seite selbst, wie man sehen kann, befindet sich der angebrachte Schlauch. Dieser ist insgesamt 65 cm lang, also meiner Meinung nach ausreichend und besitzt hier am Ausgang einen Knickschutz, damit dieser auch nach längerer Benutzung keinen allzu großen Verschleiß aufweisen kann. Damit der Schlauch auch im Endeffekt nicht die ganze Zeit sinnlos herumbaumelt, finden wir hier an der Seite zwei kleine Kunststoffhalterungen, wo der Schlauch einfach eingeklickt werden kann, damit dieser sicher verstaut ist. Vorne angekommen befindet sich nun der Schlauchanschluss, standardgemäß mit dem typischen Autoventil. Des Weiteren hier durch eine kleine Kette angebunden, das Fahrradventil, also das französische. Diese wird dabei einfach hier in die Vorrichtung eingespannt und kann anschließend durch die Klammervorrichtung an das Ventil angeklipst werden. Wer sagt, darauf kann ich verzichten, kann auch hier ganz einfach durch den Schlüsselring dieses entfernen. Weiter geht es an dem Gerät selbst, denn hier befinden sich noch weitere mitgelieferte Anschlüsse, die man hier super verstauen kann. Hier oben dabei ein Standardadapter für Luftmatratzen etc. bzw. darunter hier auch ein Anschluss für Sportbälle. Damit war es das nun mit den Anschlussmöglichkeiten und wir rücken weiter zu den Bedienelementen bzw. der Leistung. Wie gesagt, das Gerät wird nun endlich mit einem 18 Volt Akku betrieben und dieser wird ganz einfach wie gewohnt auf der Rückseite eingeschoben. Entsprechend ist der Motor nun auch ein normaler Bürstenmotor. Zum Aktivieren des Kompressors befindet sich auf der rechten Seite ein Schalter, welcher einmal betätigt werden muss. Danach erkennt man auf dem hier oben verbauten LCD-Display, dass der Kompressor aktiviert ist. Zeitgleich wird aber auch hier eine kleine LED mit eingeschalten, die eine eventuelle Ventilsuche ermöglichen soll. Zurück zum Display. Dieses ist wie gesagt ein LCD-Display. Auch die Blickwinkelstabilität ist im Grunde in Ordnung, wenn man von unten bzw. von der Seite guckt. Von oben wird es lediglich etwas kritisch. Zur Einstellung hingegen besitzt der Kompressor genau drei Knöpfe.
An oberster Stelle finden wir dabei die Ausgabegröße, entweder in PSI, Bar oder KPA. Das Ganze wird hier rechts neben dem Druck ausgegeben. Durch einmaliges Drücken können wir hier die Größe wechseln und diese wird übrigens auch nach dem Ausschalten beibehalten. Darunter nun die Einstellung des Solldrucks durch die Plus- und Minustaste. Der Kompressor selbst schafft insgesamt 830 kPa, also 8,3 Bar, was im Grunde in Ordnung ist. Den jeweiligen Solldruck kann man dabei ganz einfach hier stufenlos verstellen. Und nun zu diesem Punkt, der für die meisten wahrscheinlich auch einen Nachteil darstellen wird, und zwar die Aktivierung. Makita positioniert dabei hier einen normalen einstufigen Schalter, mit dem der Kompressor aktiviert werden kann, also im Grunde nichts Schlechtes. Der Nachteil ist jedoch, dass dieser Schalter nicht arretiert werden kann. Bedeutete kleinere Sachen wie zum Beispiel ein Fahrradreifen, ein Autoreifen, aber auch ein Ball sind problemlos möglich. Kritisch wird es lediglich bei voluminöseren Objekten wie zum Beispiel einer Luftmatratze. Dabei muss man aber auch sagen, dass dieser Kompressor gar nicht für diese Sachen ausgelegt ist, denn wie soll aus diesem Mini-Kompressor auch so ein großes Luftvolumen in so kurzer Zeit herauskommen? Was sagst du? Ist der nicht arretierbare Schalter für dich ein großes Problem oder eher eine Lappalie? Du kannst gerne hier oben rechts abstimmen. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns den Kompressor nun einmal in der Praxis an. Und damit springen wir hier direkt in die Praxis mit dem vollen 5 Amperestunden Akku. Zum Aufblasen des Balls verwenden wir außerdem den Luftmatratzenadapter. Wie gesagt, der wird einfach vorne eingeklemmt und ist damit einsatzbereit. Hier unten übrigens der Timer eingeblendet, um zu sehen, wie lange er für den kompletten Ball benötigt. Ich habe einmal hier das Volumen berechnet. 12 Liter passen insgesamt rein. Also ich bin mal gespannt, wie lange er insgesamt benötigen mag. Schließlich ist der Kompressor nicht allzu gut darin, viel Volumen aufzubringen. Wir sind bereits bei 20 Sekunden. Eine halbe Minute ist nun vorbei und der Ball sieht schon relativ gut aus. Noch wenige Sekunden. Und er ist voll mit ungefähr 40 Sekunden. Also 12 Liter mit 40 Sekunden. Hier der nächste, der Bollerwagen, der auch relativ oft einen Platten hat. 1,2 Bar ist eingestellt und der Timer wieder hier unten. Wir haben nun wesentlich weniger Volumen, also das Ganze dürfte zügiger ablaufen. Wir sind bei 10 Sekunden und auch hier 1,2 Bar mit ungefähr 11 Sekunden. Weiter geht es mit der Schubkarre, 1,1 Bar ist eingestellt, der Timer ist eingeblendet und wir haben hier natürlich nun etwas mehr Volumen, also das Ganze könnte etwas länger dauern im Vergleich zu dem Bollerwagen. 15 Sekunden haben wir bereits erreicht. 20 Sekunden. Und wir haben 1,1 Bar und ungefähr 24 Sekunden. Nun der Fahrradreifen. Ich habe hier einmal komplett die Luft runtergelassen, um zu simulieren, wie lange er dafür benötigen mag. Hier dieser Adapter einfach rangeklickt und damit ist dieser einsatzbereit und so gut wie komplett dicht. Außerdem verträgt der Reifen insgesamt 3 Bar. Diese habe ich hier nun eingestellt und der Timer ist wieder eingeblendet. Wir beginnen also hier bei 0 Bar und haben hier bereits nach 10 Sekunden 1 Bar wieder auf dem Reifen drauf. Und ihr seht auch, die Anzeige geht relativ schnell nach oben. Wir haben also ein entsprechend kleines Volumen mit 20 Sekunden mit 2,7 Bar. Und auch hier die 3 Bar sind erreicht. Weiter geht es mit dem Autoreifen. Auch hier habe ich versucht, die Luft komplett rauszulassen. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Und auch hier gehen 2,4 Bar drauf. Diese habe ich bereits eingestellt und der Timer ist auch wieder unten eingeblendet. Damit es nicht zu langweilig wird, hier ein kleiner Zeitraffer. Die Zeit werde ich danach wieder einblenden. Wir sind bei 1,25 Bar. 1,8 Bar. Und wir haben hier die 2 Bar erreicht, 2,3 und 2,4 Bar nach 2 Minuten und 49 Sekunden.
Also ungefähr 3 Minuten. Weiter geht es hier mit einem Gymnastikball, Volumen 75 Liter, also sehr, sehr groß für diesen Mini-Kompressor. Des Weiteren habe ich hier den Kompressor einmal dauerarretiert mit Klebeband, damit ich nicht die ganze Zeit daneben stehen muss. Und auch hier 10-facher Zeitraffer. Und auch hier 4 Minuten 9. Ich habe die Zeit einmal manuell gestoppt für 75 Liter. Und damit ist es nun an der Zeit für ein kleines Fazit. Denn im Grunde bin ich von dem Akkukompressor wirklich überzeugt. Einerseits bietet er eine solide Verarbeitung, aber auch Umsetzung. Wir haben gesehen, der Akkukompressor ist wirklich sehr, sehr kompakt und kann dennoch bis zu 8,3 Bar Druck aufbringen, was relativ ordentlich ist. Kleinere Luftvolumen wie zum Beispiel der Strandball, der Fahrradreifen, der Reifen der Schubkarre oder auch Autoreifen stellen für den Kompressor kein Problem dar. Etwas länger dauert es lediglich bei Objekten, die ein höheres Volumen aufweisen, wie zum Beispiel einer Luftmatratze oder ähnlichem, aber wir haben auch hier gesehen, der Gymnastikball mit 75 Litern war innerhalb von 4 Minuten aufgeblasen. Also im Notfall hilft hier auch mal Klebeband. Okay, damit war's das. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Falls dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuellste Preis des Kompressors ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.